Heute haben wir ja so viele Devices. Handys, Smartphones, Tablets, PCs, Phablets, Desktops, was auch immer, Hochformat, Querformat, Dual-Screen und so weiter und so weiter. So, eine Webseite für all diese Devices zu optimieren, ist eine ganz schöne Challenge. Und noch eine größere Challenge ist, auf den entsprechenden Devices alles zu testen. Hier zeige ich euch kurz, wie ihr mit den Entwickler-Tools bestimmte Devices simulieren könnt. So, wir starten wieder die Entwickler-Tools mit F12 und wir sehen hier natürlich die Webseite im Desktop-Modus bzw. im Tablet-Modus, denn diese Seiten, diese Navigation in der Seite, die hat sich schon entsprechend eingefahren. Also wir haben hier schon ein Media Query ausgelöst. 1368 Pixel haben wir jetzt, 1358, ja, und bei 1000, unter 1300 offensichtlich geht YouTube na, etwas mehr, macht YouTube die Änderung der Breite, okay, 1330 herum. Gut, das ist nett, ja, so kann man so manches responsive schon testen, aber wir wollen mehr. Und dazu hier gibt es hier einen Button. Toggle Device Toolbar. So, und wenn wir diese auswählen, dann sehen wir hier, okay, wie wäre das responsive. Ja, wir haben hier simuliert so einen Finger sozusagen und wir können hier verschiedene Devices auswählen. Also wie wäre diese Seite auf einem Pixel 2 und auch wo wäre sie abgeschnitten. Ja, also wie viel sieht man auf welchem Device, vor allem auch vertikal auf einem Bildschirm, das ist durchaus eine spannende Sache. Ja, Surface Duo zum Beispiel wäre in dem Fall so. Ja, wir können das Device auch drehen, Hochformat und Querformat und auch entsprechend, wie würde sich das dann anpassen. Wir sehen auch hier online, nein, das meine ich nicht, offline, da geht es um die anderen Sachen. Wir sehen hier im Bereich Netzwerk, können wir auch zusätzlich simulieren, was ist, wenn wir schnelles oder langsames Internet haben, mit schneller und langsamer Verbindung, wie verhält sich die Seite dann. Wir können uns, also wenn hier ein Device fehlt, unter Edit können wir hier auch weitere Devices anhaken, wie zum Beispiel die Microsoft Lumia, die braucht heute wohl keine mehr zum Optimieren. Aber wer es noch will, könnte das machen oder auch Custom Device. Ja, Pixel Ratio, also das Seitenverhältnis angeben, also die DPI im Endeffekt angeben. Wo sind wir mit Mobile oder Mobile No Touch, wo sind wir unterwegs, User Agent String angeben und alles ist schön. Wir können auch bei der ein Custom Throttling Profile angeben, ja, wenn wir eine bestimmte Internetgeschwindigkeit testen wollen. Also wenn wir sagen, okay, für die Zielgruppe haben wir diese und jene Download- oder Upload-Geschwindigkeit oder auch diese Latency, also wie viel Millisekunden ist die Verzögerung überhaupt, ja, weil die Verbindung bis er zur entsprechenden Seite hinkommt. Und dann haben wir auch dieses Throttling-Profile, das wir hier anlegen können, hier im Netzwerk-Tab entsprechend zur Auswahl. Also, hier könnt ihr testen, wie sich eine Seite verhält oder wie sich eure Seite dann verhält, wobei das nur emuliert ist. Ja. Es ist trotzdem nicht schlecht, beziehungsweise eine gute Idee, das auch wirklich auf möglichst vielen Devices im echten Betrieb mal zu testen und nicht nur hier, so über einen Simulator. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.